Ja, kein Wunder, dass die so schnell vorankommen, wenn die sich schon Eisenspitzhacken und Eisenschaufeln gecraftet haben. Apropos, habt ihr Bock auf ein Wiki-Jump'n'Run-Let's Play? Nein. Wie im letzten Video schon angeteased, also was heißt angeteased, eigentlich habe ich das nur aus Spaß so eingebaut, weil ich so ein paar, so ein bisschen Wiki-Zeug zu Hause hatte, deswegen, das war eigentlich gar nicht so ernst gemeint, aber irgendwie haben voll viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass sie das tatsächlich sehen wollen, so ein Wiki-Let's Play, und jetzt gibt es heute halt als Livestream. Es gibt laut der Verpackung hier 16 Level, und haben wir glaube auch gesehen, gerade bei der Kapitelauswahl, und 3 Schwierigkeitsgrade, aber ich schätze mal, wir fangen direkt einfach mit schwer an, sonst... Auf der Suche nach Feuerholz verirrt sich Ilvi im Wald und wird von den Wachen des dänischen Königs gefangen genommen. Okay, also ich glaube, so wie das Spiel heißt, wurde seine Freundin gerade entführt. Vielleicht gibt es ja einen anderen Weg, Ilvi zu befreien. Nein! Dazu brauche ich nur dieses eine Paket. Nein! Das wir im letzten Hafen erstanden haben. Nein! Du wirst sehen, mein Plan wird bestimmt funktionieren. Okay, jetzt geht's los. Kapitel 1, das Abenteuer beginnt. Alles klar. Ist zu laut? Nein! Aber geile Musik auf jeden Fall. Hallo, Vicky! Um in den nächsten Level zu gelangen, musst du es schaffen, dass Vicky dir einbläst. Okay, kriegen wir hin. Okay, da oben rechts sieht man diese Schleifen, die müssen wir einsammeln. Und diese Schilde. Okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich das Paket ablegen, weil sonst kommen wir da nicht hoch. Was ist das jetzt? Hallo there. Oha! Irgendwie ging das auch, dass sie dann runter... Oh, hä? Wieso können wir sie Krabbe in die Hand nehmen? Warum fliegt die jetzt da runter? Haben wir jetzt überhaupt auf schwer gestellt? Ah, okay, ja. Wenn du an diese rote Fahne vorbeiläufst, verlierst du dein Leben. Ich glaube, so weit können wir nicht springen mit dem Ding, oder? Alter, kranke Weitwurf-Skills hat er auf jeden Fall. Irgendwie immer springt sieht so aus, als ob er so in der Luft so einen Naruto-Run machen würde. Jetzt muss ich die ganze Zeit an diesen Naruto-Run denken, wenn der springt. Hä, hey, aber ich check den Unterschied nicht. Ihr habt doch jetzt gerade rechts oben im Eck gesehen, dass das auch nur als ein Schild gezählt hat. Ich dachte, man springt mit Leerzeile. Also man kann original 3 Pfeiltaschen und die Leerzeile betätigen. Und ich check's trotzdem nicht. Kam da jetzt auch ein Schild raus oder nicht? Oh, das ist wieder eine Krabbe. Oh, gib mir ein Schild. Hurensohn. Ey, wir haben jetzt ein Schilder verloren, fällt mir gerade auf. Und die Schleife. Hey, geht's noch? Krank, das war ein heftiges Level auf jeden Fall. 0 Punkte. Einfach 0 Punkte. Wie kann man 0 Punkte mit so einem Spiel schaffen? Wir machen das Level jetzt nochmal, das sehe ich nicht ein. Oh shit. Here we go again. Wir beenden jedes scheiß Level mit Maximalpunktzahl. Hier beginnt also mein Abenteuer. Oh ja, die Fresse. Aber die Namen der Level sind auf jeden Fall cool. Krabbenstrand, krasser Strand hier auf jeden Fall. Seht ihr das Ganze? Ah doch, da hinten ist echt ein Strand. Scheiße, es geht alles so langsam, ey. Als ob das Spiel für Kinder programmiert wurde. Hä? Och man, Hoffkrabben einfach. Kennt ihr die Hoffkrabben? Es gibt eine Krabbe, die nach David Hasselhoff benannt wurde, weil sie irgendwie so behaart ist oder so. Dann kriegt er endlich die scheiß Turbo-Treter von seiner Mutter geschenkt, ey, damit er nicht so langsam rumläuft. War doch bei Vicky, oder? Am besten die Schlucht runterschmeißen, damit wir das Schild nicht kriegen. Ja, man, perfekt. Genau, das wollte ich. Jetzt 100% geschafft. Weiß nicht, ob die Level schwerer werden. Wahrscheinlich schon. Ah, die geben verschiedene Punkte, okay. Ey, Kufu, wo du gerade hier bist, ich hab deine Socken an. Aber ich kann meine Beine nicht so hochstrecken. Stirb. Ja, genau. Scheiß drauf kommen. Wir lassen sie leben, wir verschonen sie, ausnahmsweise. Aber die Musik ist geil auf jeden Fall. Ich bin Mozart entworfen, extra für dieses Spiel. Die Musik ist echt geil, man. Kann die irgendwo runterladen? Ich will die als Hintergrundmusik in meinen Videos einblenden. Was ist hier? Nein! Oh, müssen wir das jetzt überall drauf werfen, dieses scheiß Paket. Sollen wir doch wieder Schwierigkeitsmodus so leicht spielen? Das Gewehr schaffen, dieses dumme Paket. Locker, da ist nachher irgendwie so voll so eine kleine Scheiße drin, die niemand braucht. So. Der ursprüngliche Sinn von diesem Paket war ja einfach, dass wir das diesem pädophilen König da bringen, damit der diese kleine Il wieder in Ruhe lässt und wieder freilässt. Was ist jetzt da drin? Ein anderes kleines Kind? Wer weiß. Oh mein Gott, war das knapp! Boah, Alter, ey, Digga, das haben die halt echt Millimeter genau bemessen. Was passiert eigentlich, wenn wir das Paket in die Schlucht reinschmeißen? Das ist jetzt aber nicht da unten gelandet. Ja, zum Glück Schwerpunkt vorberechnet, ey. Was macht dieser Fisch hier auf einmal? Ich check gar nichts mehr. Wahrscheinlich dürfen wir den eher nicht berühren, oder? Das wird mir hier ein bisschen zu kompliziert gerade, ey. Und das soll ein Nulljähriger spielen, oder was? Aber die Musik, die gefällt mir. Da haben die einen rausgehauen auf jeden Fall. Also kein Mitarbeiter, der die Musik gemacht hat, sondern... Ey, das ist so voll der Mario-Abklatsch eigentlich, oder? Fällt mir gerade auf. Einfach so deutsches Super Mario. Also für die Allmanns, die sich gerne Super Mario-Spiele leisten können. Oder dann so ein Wiki-Spiel für 10 Euro aus dem Alter. Kann ich jetzt mit dem schon springen, Chris Kiss? Wirf doch, du Hundesohn. Wie?
Wie? Hä, was war das jetzt? Hä? Du hast das Paket verloren. Der ist jetzt in eine Schlucht reingefallen, du hast. Digga. Jetzt können wir direkt nochmal neu anfangen. Mann. Okay, also scheinbar, wenn dieses dumme Paket in die Schlucht reinfliegt, dann ist vorbei. Das ist ja nervig. Man sieht ja überhaupt nicht, wo so eine Drecksschlucht kommt. Guck mal, da könnte jetzt wieder so ein scheiß Stachel direkt unter dem Paket liegen. Guck mal, war sogar. Herzrasen während diesem Spiel, ey. Das ist zu viel für mich. Herzrasen, immer wenn die Krabbe kommt. Aber die Musik ist cool. Das liegt wieder an der Kante, oder? Diesmal liegt es noch mehr auf der Kante. Holy shit. Mathematisch geht es überhaupt nicht mit dem Schwerpunkt. Guck euch das mal an. Wie zur Hölle hält das? Okay, es ist noch ein bisschen mehr auf dem Felsvorsprung. Was passiert, wenn wir jetzt... Okay, die kann man auch umbringen. Oh, ich hab Angst. Kann man da runterfliegen jetzt? Ich hab wieder vergessen. Ne, da rennt eine Krabbe rum. Kann man nicht. Weil dann springen wir in die Krabbe rein wahrscheinlich. Wo ist mein Paket? Oh Gott sei Dank, ey. Irgend sowas Dummes, ey. Aber die Musik. Musik 10 von 10 auf jeden Fall. Kann man nichts sagen. Das Paket ist ein bisschen komisch designt. Fehlen irgendwie zwei Seiten, kann das sein? Haben wir jetzt vorhin hier dieses scheiß Paket geworfen, dann war es weg? Weiß es nicht. Wenn ich jetzt springe, stirbt das doch locker auch, oder? Oh Gott sei Dank. Aber das war vorhin hier, wo wir haben das hier geworfen und dann ist hier in die Schlucht runtergefallen. So war's. Ich heiße Shinichi Kudo von einer kriminellen Organisation. Das ist zu viel für meine Nerven. Hä? Haben wir ein Schild verpasst? Haben wir ein scheiß Schild verpasst? Oder gibt's hier nur 15? Nee, ich renne da jetzt nicht nochmal durch. Das war wahrscheinlich in dieser scheiß Vase drin. Am Anfang der Vase, ja. Wahrscheinlich. Scheißegal. Wir beenden jedes scheiß Level mit Maximalpunktzahl. Scheißegal. Oder wir setzen uns ein Minimum von 300 Punkten. Kennt ihr das, wenn man mitten im Spiel einfach noch so Regeln erfindet? So Hauptsache, dass man es nicht nochmal machen muss. Bleib liegen. Wo ist das gelandet? Okay, Krabbe. Guck, wie das schon wieder da liegt. Es ist ja schon wieder fast runtergefallen. Locker, da kann ich es nicht rüberwerfen. Ich muss es auf der Wolke da werfen. Das ist eine Falle. Hat uns Firegold eine Falle gestellt. Also wenn ich jetzt das hier rüberwerfe, dann landet es safe im Abgrund. Wir werfen es auf die Wolke drauf. Ich bin keine Wolke, du Idiot. Bring jetzt mit der Krabbe den Schwertfisch um. Wow. Landet das jetzt überhaupt da oben? Ey, Mann, Scheißspiel. Oh mein Gott. Ey. Digga, da muss man genau diese Wolke treffen, ey. Ja, weg. Tot. Oh, da kommt Urobe wieder. Geil. Hallo, Vicky. In diesem Topf kannst du auf mich wickeln. Oh, wie geil. Wie kann man die jetzt einsetzen? Willst du mir das vielleicht auch noch verraten, du Hurensohn? Okay, wir fahren jetzt hier die Pfeile die ganze Zeit. Wir bleiben jetzt so lang stehen, bis wir 22. Es geht gar nicht scheiße. Okay, maximal 9, alles klar. Haben sie doch ein bisschen mitgedacht, die Spieleentwickler. Aber die Pfeile bringen mir jetzt halt original trotzdem nichts, weil ich nicht weiß, wie man die wirft. Oder schießt oder wie auch immer. Hat er gar keinen Pfeil und Bogen, will er so einfach so Pfeile werfen oder was? Das seht ihr nicht, weil meine Facecam davor ist, aber unter dem Leben steht Schießen. Also wenn ich jetzt Leerzeile drücke, dann müsste ich schießen, kann das sein? Kann das sein. Oder verschwenden wir einen Pfeil? Scheißegal, wir machen es trotzdem. Okay, also so funktioniert das. Ich habe keine Ahnung, wie die Flugroute von diesem scheiß Pfeil ist, aber... Junge, was für diese dumme Möwe jetzt? Die hat hier gerade diese, bei One Piece, diese Zeitung verteilt. Ja, Paket weg, tot. Hä, wo ist das wieder gelandet? Ey? Oh mein Gott, ich wollte mit Leerzeile springen. Ja, wo ist mein Paket? Wo ist mein scheiß Paket jetzt? Ja, liegt jetzt irgendwo da unten, aber wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Ich peile gar nichts mehr, Alter. Ich peile nichts mehr. Wo ist jetzt mein scheiß Paket? Sollen wir jetzt ein Paket einfach hinterher stürzen? Aber da stirbt man ja zu 100%. So als ob dieser scheiß Schwertfisch so aus den Steinen rausspringt. Wir stürzen uns jetzt in den Abgrund und versuchen unser Paket wieder zu holen. Wenn wir sterben, fangen wir von vorne an. Ja, es geht hier weiter, weil sonst wäre diese dumme Fehlermeldung gekommen. King IQ 200 einfach. Danke, Kaffi. Bitte. Ja, jetzt Pfeile holen und sterben, oder was? Okay. Jetzt kommt er wahrscheinlich nicht mehr hoch mit dem Paket, oder? Ja, Mann. Sehr gut. Cool. Das macht viel Spaß, für diesen Wolken rumzurennen. Jetzt Anlauf nehmen. Ich glaube, Anlauf bringt überhaupt nichts. Oh mein Gott. Oh, du Sohn einer Mutter. Mann, jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Das hat gerade so lange gedauert. Wir sind immer noch beim ersten Kapitel. Oh, shit. Ja, lande doch genau auf diesen dummen Stachel. Die Pfeile sind eh voll scheiße, so. Nimm lieber das Paket und schmeiß da die Vierer kaputt jetzt. Stimmt. Das ist so dumm, warum kann man da Krabben rumwerfen, ey? Aber sehen wir doch locker wieder irgendwas. Oh, Junge, du dumme Möwe, verpiss dich. Die kommen unten. Hallo, geht's noch? Jetzt? Bitte bleib da, Schilder, bitte bleib da, bitte bleib da. Wow. Wieder von vorne anfangen. Okay, scheiß drauf. Wir machen mindestens 250 Punkte. Maximalpunktzahl. Wo ist das denn mit Paket jetzt hin? Das liegt auch da unten, oder? Geht's da jetzt runter oder sterben wir, wenn er runter ist? Scheißegal, komm. Okay. Nimm dieses dumme Paket und hör auf, Pfeile zu schießen. Nimm dieses dumme Paket und hör auf, Pfeile zu sammeln. Tja! Nimm ein Paket und nicht Krabbe. Wieso kriegt man keine Punkte für getötete Krabben eigentlich? Och nee, jetzt kommt die ja schon wieder. Hier, Paket, schütz mich. Gott, ey, jetzt schnell, komm, nimm. Okay, ich hab alle wieder bekommen. Ich glaube, für diese scheiß Möwe ist Pfeil und Bogen da. Hau ab! Hau da ab, du alter Heususe! Verpiss dich! Du dumme... Digga, wie soll man denn...
Ja, oh Gott, ey. Wie soll man denn? Da muss man vorher dieses Paket ablegen, damit man überhaupt schießen kann. Digga, das Spiel überfordert mich. Nee, wir fangen jetzt auch von vorne an. Scheiß Möwe. Okay, jetzt müssen wir uns merken, dass wir gleich da bei dieser. Ach, guck mal, hier sogar als Titelbild, Profilbild, diese dumme Möwe. Was ist das für ein Spiel, dass man die ganze Zeit Tiere umbringen muss? Was soll das? Mann, hör doch auf. Ey, das geht mir auf den Sack, ey. Komm, scheiß auf den Einfall. Och nein, nimm doch dieses dumme Paket. Halt die Fresse, Uro, wenn da steht. Komm doch. Komm her. Oh mein Gott. Alter, war das knapp. Ja, wie sag mal, ey, da muss man genau berechnen, wie diese scheiß Krabbe, mit was für einer Geschwindigkeit, Beschleunigung, die zu mir rennt, damit man die mit dem Dreckspfeil trifft. Wie soll das gehen? Das ist unmöglich. Direkt so alle Pfeile für Ballon nehmen, müssen wir jetzt für die Möwe aufsparen. Komm her. Oh mein Gott, bitte verpiss dich. Alter, hab so Angst. Oh. Kommt die jetzt nachher nochmal? Ich hab so Angst vor dieser Möwe. Bitte komm nicht nochmal. Bleib weg. Nein, verpiss dich. Ja, komm, jetzt wirf doch. Und jetzt hier in der Luft, komm, 360, zack, bam. Digga, der Pfeil kommt nicht mal an diese scheiß Möwe ran. Wir müssen hier campen auf diese Möwe. Ja, so. Was ist jetzt gemacht? Das ist zeitlich unmöglich, dahin zu rennen, das Paket zu nehmen und drauf zu werfen. Das geht nicht. Ey, das muss ja komplett austaktiert sein. Jede einzelne Millisekunde, ey. Nein, das geht nicht. Oh mein Gott, ich hab so Schiss. Nein, das war zu spät. Okay, jetzt. Und jetzt bitte wirf direkt. Und nein. Das geht nicht. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das geht. Okay, jetzt. Nein, nimm's doch. Okay, wir warten jetzt hier. Oh wow, es geht doch ohne. Das strapaziert meine Nerven ganz schön, dieses Spiel. Wenn es nachher nochmal eine Möwe kommt, dann haben wir verkackt. Oh nein, bitte nein, verpiss dich, hau ab, du Mistgeburt, ey. Wow. Komm her. Ja, jetzt baut die nicht mehr, oder was? Jetzt nehmen wir das Paket wieder in Hand, kommt sie wieder retten. Du bist eine dumme. Oh mein Gott, warum sterbe ich überhaupt von einer Muschel, Alter? Von einer Muschel? Renn jetzt einfach weiter. Oh nein, verpiss dich. Junge, habt ihr das gesehen? Ja, Mann, wir haben es geschafft. Fehlen, glaub wieder. Ah, ne, es wird mit jedem Level ein Schild weniger. Also, wir haben es wieder geschafft. Alles schönreden, wisst ihr? 180 Punkte. 180 Punkte ist schon erbärmlich so. Ich bin schon auf 250 runter. Ne, das ist erbärmlich. Aber ich will das nicht nochmal machen. Ist gerade diese Wolke dahergekommen? Junge, ist das Jingle June oder was? Das wird aber schwierig, die zu essen. Hört ihr das? Hat die einen Motor? Irgendwie diese Wolke hat einen Motor einfach, hä? Was zur Hölle? Ach doch jetzt, Junge, das dauert so lange alles. Ich habe keine Geduld für sowas. So, und jetzt bitte verkack einfach nicht. Aber die Basen haben sie cool design, die gefallen mir. Oh mein Gott, ey. Oh nein, das war ein Fehler. Nein, bleib weg. Oh mein Gott, ey. Als ob ich sie noch getroffen habe. Digga, was kommt jetzt da schon wieder? Surprise, nein! Okay, jetzt haben wir eh verkackt, können wir direkt springen. Ey, Mann, okay, wir scheißen auf die Pumpe. Wir gehen nur drauf, diese dummen Level zu schaffen einfach. Maximalpunktzahl. Ist mir jetzt kackegal. Nein, das landet im Wasser. Aber jetzt ist wieder irgendwo gelandet, wo wir wieder 3 Jahre rumrennen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das Spiel so überfordert. Das Spiel für Kinder einfach. Digga, wo muss ich jetzt lang? Ich check gar nichts. Das Paket ist auf jeden Fall wieder unten irgendwo gelandet. Wir springen jetzt hier runter, zack, tot. Okay, auf einmal ist. Ach, Kapitel 1 hören wir auf, dann haben wir, glaube ich, den 24-Stunden-Stream voll. Aber die Musik ist gut. Dafür liest eh nichts. Doch so ein bisschen nebenbei, aber ich bin überfordert ein bisschen gerade. Das Spiel beansprucht meine 3 Gehirnzellen auf jeden Fall alle gleichzeitig. Bleib weg. Ich hab so Schiss, dieses Paket zu werfen einfach. Ich bin absolut überfordert, Junge. Das ist mir zu viel gerade, das war ohne Witz. Das sind 3 Wolken, die bewegen sich alle mit ihrem scheiß Propeller. Und dann kommt so ein dummer Schwertfisch noch und ich weiß nicht, ob ich dieses dumme Paket abliefern soll. Du musst auch das wieder abwerfen, das landet eh wieder im Wasser. Oh mein Gott, wo kommt dieser Schwertfisch? Oh nein. Das Spiel geht mir übel auf den Sack. Aber wir spielen jetzt ein Schwert durch. Jetzt kommt Speedrun, zack. Mach schneller, komm, du Scheißwolke. Ja, genau! Hurensohn einfach. Ich will mir nicht erzählen, dass das hier nicht gezinkt ist alles. Guck mal, ey, das ist das 4. Level. Das 4. Es gibt 16. Ich komme jetzt schon nicht mehr weiter, weil ich so dumm bin, ey. Guck mal, wie viel Spaß Vicky am Springen hat. Juhu, wir haben auch ganz viel Spaß beim Spielen. Ja, stirb, Krabbe. Zack, weg mit dieser scheiß Krabbe. Raus mit die Viecher. Ich muss jetzt das Paket werfen, dass ich gleichzeitig diesen Schwertfisch umbringe und das Paket auf die Wolke werfe, oder was? Wie soll das gehen? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. First try einfach, okay. Jetzt springe ich runter und stirb. Diese dummen Wolken gehen mir so auf den Sack. Ist das da unten auch eine Wolke? Seht ihr das oder fliege ich da runter? Okay, es ist auch eine Wolke. Ja, genau. Als ob der von der Wolke abgefälscht wird. Von der Wolke? Aus was besteht eine Wolke? Aus, Wasser. Dampf oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall fliegt da doch ein scheiß Pfeil durch, Mann. Ich darf keine Pfeile verschwenden, ich habe nur noch 3 Stück. Alter, eine goldene Krabbe, verpiss dich, bleib weg.
Die stürzt sich sogar mitten in den Tod. Junge, einfach so eine Selbstmordkrabbe. Was zur Hölle sind da für... Ja, komm, halt die Fresse. Halt dein Maul einfach. Okay, wir spielen ohne Schilde durch. Mir ist scheißegal. Kein Bock auf dieses Drecksleben. Maximalpunktzahl. Du musst echt in die Luft abspringen, damit man da rüberkommt. Weiß nicht, warum es keine Altersfreigabe hat. Ich schaff das nicht. Aber wir spielen jetzt nicht in leicht oder mittel durch. Das sehe ich nicht ein. Ah, oh, nein, 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 nein. In den Lauf, in den Lauf, in den Lauf. Oh mein Gott, Alter. Habt ihr den Wurf gesehen, ey? Ja, komm, der wird das, der wird das. Ja. Oh nein, die lebt gleich wieder. Risiko, 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 Risiko. Oh mein Gott, hast du das gesehen, ey? Das war godlike einfach. Halt deine Fresse, wie trifft er mich da? Ja, 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 genau, genau. Man hat 3 Leben übrigens. Jetzt sind wir nicht mal mehr beim Checkpoint. Das war geplant, das war extra. Musik ist halt echt das Einzige, was mich aufhält. Oh, jetzt müssen wir hier wieder diesen Move raushauen. Fuck. King. Das macht so überhaupt keinen Sinn. Komm rüber, komm rüber. Oh Gott. Ey. Nein, diese dumme Krabbe, diese dumme Krabbe. Oh mein Gott, hau ab, hau ab, hau ab. Aber ich glaube, die goldene Krabbe ist so, dass sie mich einfach verfolgt die ganze Zeit. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Der stirbt. Verpiss dich, Hurensohn. Piss dich, du Hurensohn. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so anspruchsvoll wird. Oder ich bin zu schlecht einfach. Kann das wohl auch sein. Ja, komm, stirb. Okay, immerhin bleibt. Digga, dieses Paket geht mir so auf den Sack. Jetzt müssen wir es extrem früh abwerfen. Ja, Mann. Und die... Oh, ho, ho. Krabbe direkt aufgenommen. Jetzt komplette bleib tot, bleib tot, bleib tot, bleib tot. Wetten, die spawnt die genau wieder, wenn ich drüber bin. Okay. Wir sind gut dabei. Aber jetzt kommt bestimmt wieder gleich so eine dumme Möwe. Wenn jetzt so eine Möwe kommt, ey, direkt tot einfach. Komm, 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 komm. Oh, ja. Seht ihr das? Nicht mal anhalten. Zack, bam. Oh, nein, 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 nein. Wir holen dieses dumme lilane Schild nicht. Ist mir scheißegal. Nur dieses Level schaffen. Nein, 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 nein. Oh, diese dumme Möwe. Ah, ja, zack. Zack und zack. Da schaffen wir es nicht rüber. Oh, bitte, Paket bleibt einfach da liegen. Mit Ansage, wenn es von hier wegwirft, schleudert es über die Wolke und landet wieder im Wasser. Schmeißt es von hier einfach. King, IQ 500. Ey, dieses Paket geht mir so auf den Sack. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Mashallah. Alter, ey. Mir ist scheißegal, dass wir nur 50 Punkte haben. Wir haben dieses Dreckslevel geschafft.